Dost meldet sich zurück. Hallo, hier ist der Friseur. Wie ihr seht, habe ich schon Black Ops 2 ganz schön gesuchtet. Ich bin jetzt Level 40 im ersten Prestige. Und eigentlich war geplant, dass das erste Video ein Top- und Flop-Video wird von mir. Aber ich warte lieber mal noch ein bisschen aufs nächste Prestige, um euch dann zu sagen, was mir an dem Game gefällt oder nee. Ich habe gerade zwei hintereinander folgende Live-Commentaries aufgenommen, wo ich einfach mal meine Lieblingsklassen spiele. Und die Lieblingsklassen zeige ich euch jetzt einfach mal kurz. Und zwar ist es Klasse 1. Das erste Gameplay ist die PDW 57 mit Lasermarker und Schalldämpfer. Ich halte die PDW 57 für die neue MP7, also die MP7 wie ein MP3, die wahrscheinlich bald als Noob-Waffe verschrien wird. Mir macht sie Spaß, ich spiele schon immer mit der. Was ganz cool ist, man kann die Waffen prestigen, aber dazu in einem anderen Video was. Ich spiele das Ganze mit den Perks Extra Gear 1 hier unten, die Wildcards Extra Gear 1, Extra Gear 3. Damit kann ich hier zwei Perks auswählen. Ich habe im ersten Slot Leichtgewicht, halt schneller rennen, kein Fallschaden. Und Geist. Geist ist hier richtig cool gemacht. Kann in Bewegung beim Platzieren oder Entschärfen von Bäumen oder beim Steuern von Punkten sehr nicht durch gegnerische Drohnen geordnet werden. Also wer damit campt, hat Pech. Geist ist für mich, könnt sagen, ist ein Noob-Perk, ist mir egal, ich lauf damit rum, weil in Blobs 2 gibt es einen Overflow an Drohnen, weil man die instant zusammen hat. Das zweite ist Zähigkeit. Sie weichen weniger zurück, wenn sie getroffen werden. Und als drittes, mein Lieblingsperk ist Gewandtheit. Schneller ziehen nach dem Sprint, schnelles Überwinden und Klettern. Und natürlich, Marathon darf natürlich auch nie fehlen. Secondary habe ich nie. Und ja, Schalli und Lasermarker, wie schon gesagt, 10 von 10 Punkten verbraucht. Ja, das ist meine erste Klasse im ersten Gameplay. Und die zweite Klasse ist die DSR 50. Auch meine Lieblingssniper. Habe ich auch wieder prestiged, die Waffe, mit dem Ballistikprozessor, dass man nie so verzieht, wenn man im Zoom ist, mit der overpowerten B23R, das zeige ich euch mal, warum die overpowered ist, in diesem Clip hier. Empfangen, steht bevor. Wir haben B verloren. B wird gesichert. Drohne steht bereit. Konterdrohne in Bereitschaft. Wir werden abgeschlachtet. Haltet sie auf. Und dann habe ich noch dabei wieder Geist, Leichtgewicht, weil ich mit der Sniper rumlaufe. Teilweise in dem Gameplay, im Live-Commentary, was ich gerade aufgenommen habe, nicht. Dann Zähigkeit. Außerdem spiele ich im zweiten Gameplay erstmal die MP, aber ich habe dann geswitcht. Dann wieder Zähigkeit, Sprint und Gewandtheit. Ja, so sieht's aus. Meine Klassen, ich kann euch nochmal meine Stats zeigen, was ich jetzt bis jetzt so gemacht habe oder was ich Stats mit meinen Lieblingswaffen hier. PDW 1226 Kills und danach kommt gleich die Sniper, die anderen Waffen gefallen mir alle nicht so ganz. Und kann ich vielleicht noch was zu den Abschussserien sagen, die ich genommen habe. Den Heli erreiche ich leider. Nee, dafür den Blitzschlag. Das ist der überpoweredste Killstreak überhaupt. Viel zu low angesiedelt mit 750 Punkten. Viel zu stark, besonders im Bodenangriff. Die Matches sind übrigens im Bodenangriff. AGR auch relativ stark, zumindest auf kleinen Maps, auf größeren nie so gut, aber auch viel zu stark. Kann man nur mit einer EMP-Granate wirklich ausschalten, weil so mit irgendwelchen RPGs drauf rotzen funktioniert überhaupt nicht. Das Ding nimmt kaum Schaden. Tarnhelikopter wird nie gesehen auf der Map und schießt schön ab, macht gute Kills, ist nicht schlecht. Wenn ich es wieder freigeschaltet habe, wird der aber ersetzt durch den Orbital-Satellit, der sowas wie der Blackbird ist. Ja. Ich hoffe, euch gefällt das Live-Commentary und ja, macht's gut, tschaußen. So, ich hänge jetzt hier einfach nochmal ein Live-Commentary-Bodenangriff an. Ich werde jetzt mal mit meiner MP-Klasse spielen. Die Map ist zwar nie so geeignet für MPs, die sniped sich ganz geil. Aber naja, was ich euch empfehlen kann, ist hier in Blobs die Empfindlichkeit hochzustellen. Ich spiele hier auf 7, weil das ist schon von der Einstellung her doch ganz anders als in den anderen Call of Duty Teilen. Also Sniper spiele ich auf der 12 und das ist richtig krass, muss ich sagen. Also Abschuss bestätigt. Wir liegen in Front.
Abschuss bestätigt. So, Concentration ein bisschen. Abschuss bestätigt. Okay, gucken wir mal hier vor. Gehen wir mal ins Haus rein, werden die ganzen Sniper-Kinder wieder hier rum. Nee, leider nicht. Okay. Wagen wir uns mal vor, Leute. Abschuss bestätigt. Blitzschlag erwartet Koordinaten. Okay, da sind sie drin im Haus. Gehen wir mal rein hier. Drohne nähert sich. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Ja, ja. Abschuss bestätigt. Bedrohung neutralisiert. AGR erwartet Befehle. Nein, das war schlecht. Egal. Blitzschlag raus. Sehr guter Killstreak, so. Kann man machen. Und die AGR raus, die macht jetzt schön für mich Kills. So muss es sein. Und das Ding haut rein. Das ist... Oh, Mist. Das ist halt so ein bisschen der Witz an der Sache. Dass dieses Ding halt sehr stark ist. Messern ist hier nicht so overpowered, wie man das in den anderen Teilen kennt. Also Messern ist relativ, naja, nicht schwach, aber relativ. Den AGR macht hier, räumt hier schön auf. Verbündete Drohne nähert sich. Abschuss bestätigt. So, gucken hier. Nein, warum kann ich mich nicht hinlegen? Oh, was war das? Ah, das war Fail. Zum Rushen ist das Spiel halt richtig awesome. Drohne nähert sich. Abschuss verwehrt. Blitzschlag steht bevor. AGR räumt wieder ab. Bedrohung neutralisiert. Abschuss bestätigt. Drohne nähert sich. Abschuss bestätigt. So, jetzt noch eins für ein Killstreak, oder? AGR hält auch relativ lange, muss ich sagen. Richtig cool. Ah, jetzt müssen wir mal ein bisschen. Abschuss verwehrt. Blitzschlag erwartet. Blitzschlag. Los geht's. Rein damit. Die Mission ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Nehme ihr Ziel ein. Koordinaten für Blitzschlag empfangen. Steht bevor. Nein, Leute, ey. Fail. Schlechthin. Aber da hat man noch mal ein paar Fails von mir drin. Das ist doch ganz witzig. Oh. Scheiß Messer, Alter. 32,7, naja, gut. Geht noch ein bisschen was. Schade, dass ich es versaut habe, sonst hätte meine AGR, da hätte ich die nächste AGR gehabt. Blitzschlag steht aber nicht zu mir, bitte. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. So, weiter geht's. Komm, 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 komm. Ah. Gewonnen. Anständige Ausführung. Gut gemacht.
So, 36,7 war das jetzt. Machen wir gleich mal noch eins. Vielleicht eins mit der Sniper oder so. Gut, da hätte man jetzt vielleicht tauschen sollen, aber egal. Sehen, was wir spielen. Wir machen mal random. Klasseneditor. Ach, hier hat ja noch nicht freigeschaltet bei der Sniper. Ne. Na, mal sehen, was kommt. Vier, drei, zwei, eins, null. Also AGR wirklich top Killstreak, richtig geil. Gefällt mir. So, was kommt? Oh ja, hier spielen wir Sniper, ey. Ich hasse die Map. Also hier werde ich ohne gut sein, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das wäre richtig, also das wird richtig fail. Die Map ist meine mit absolute Hass-Map. Drohne neben dem Schiff. Hässlich. Bäh. Wobei. Ne, wir machen erstmal MP-Action. Oh ne, jetzt gehen alle raus oder was? Ne, jetzt geht's los. Ne, wir machen erstmal MP-Action. Und sobald das dann, weiß ich nie, schlecht ist, wechseln wir auf die Sniper. Ja, so machen wir es. So ist gut. So machen wir das. 3, 2, 1, go! Hässliche Map, ohne Scheiß. So. Abschuss bestätigt. Let's go, Leute. Sie haben das Kommando. Ja, gut, alles klar. Haben wir uns schön wegcampen lassen. Normalerweise geht dort nie einer lang, die rennen alle in das Gebäude da. Aber der Homo. Abschuss verwehrt. Wir sind auf Front. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Geschossen. Ich will den, Leute, ich will den. Ich will den, ich will den, ich will den, Leute. Ja. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Blitzschlag erwartet Kolja. Blitzschlag? Wo? Oh. Das kämpft der Nächste. Hässliche Drecksmap, Alter. Nein, Alter, oh Mann. Oh. Verbündeter Blitzschlag steht bevor. Keine Wirkung. Achtung, feindliche Ja, Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Mom. Bestätigt. Abschuss bestätigt. Ich muss mich immer beim Snipen ein bisschen konzentrieren. Es tut mir ja leid, wenn ich jetzt nicht so viel sage. Aber ja. Ist halt leider nur mal so. ETF, Leute. Ich es nie gecheckt habe. Ist der jetzt noch dort oben? Nee.
Abschuss bestätigt. Feindliche Drohne nähert sich. Ich bin mir nochmal einen Arsch gerettet, der Typ. Sehr ja, gut. Bin leer geschossen. Feindliche Drohne nähert sich. Abschuss bestätigt. Achtung, feindliche Vorräte unterwegs. Blitzschlag erwartet Koordinaten. Sorry Leute, aber das muss sein. Feindliche Kriegsmaschine eingesetzt. Auf dem Weg zu ihrer Position. Koordinaten für Blitzschlag empfangen. Stehen bevor. Kein Feind ausgeschaltet. Ich will hier eigentlich weg. Verbündete Drohne nähert sich. So, jetzt. Koordinaten für Blitzschlag empfangen. Stehen bevor. Ich will die. Kommt. AGR in Bereitschaft. AGR unterwegs. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Ah, das ist hier ein bisschen rumgekämpft, aber... Ach komm, los, weiter geht's. AGR ist auch unten am Start. Nein, Witz, Alter. Mich oder was? Feindliche Drohne nähert sich. Achtung! Stole ist viel zu stark, übrigens. Die neue Rafika. Finde ich zumindest. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Nein, schade. Next one. Wir haben die Kontrolle verloren. Wir sind in Front. Nein, was macht das Teammate, Alter? Achso, der sniped auch. Naja, gut. Dieses Buff ist einfach zu stark, Leute. Piest. Schütz oder was? Ja gut, 33,6. Okay, und das war ziemlich viel mit der Pistole. Aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich jetzt so ein wenig gesagt habe und konzentriert war. Ja. Macht's gut. Tschaußen.